Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Advanced Warfare. Es geht weiter mit der Story. Yalla. Hart ist tot, gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaize, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Du Scheiße, Digga. Also die Story haben sie schon wirklich nicht schlecht gemacht hier. Dafür ist alles andere wirklich nicht so gut gewesen. Aber Story ist wirklich das einzigste Starke an Advanced Warfare. Neubagdad. Spezialist, Einsatzschild Overdrive, Mech-Handschuhe wieder. Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Dass Irons doch nicht so der Good Guy ist. Was soll sonst rauskommen? Guten Tag, Sir. Servus. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Guten Tag, Sir. Das ist es. Was jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Hut synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? Seht einfach zu. Das ist Irons. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hatte es uns gegeben. Und wir wissen, dass es echt ist. Es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort! Ah!
Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen. All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt! Ein Monster! Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Los, jetzt! Wir müssen hier raus. Sofort. Zum Fahrstuhl. Wer sind Sie? Nur ein Freund. Weiter! Prophet, die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Endstation! Wir brauchen diese Türen, verdammt! Moment. Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Du Scheiße. Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Hierüber! Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Wir sind hier im 4. Stock. Na los! Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter! Jungfrau, oder was kann die nur so schön schwimmen? What the fuck, Alter? Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Keine Bewegung! Ich hab sie entdeckt! Da sind sie! Du wurdest entdeckt! Atlas-Einheit nähert sich! Falsche Taste. Hallo. Du wurdest entdeckt. Einfach hinter uns. What the fuck? Einfach nur. Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf die Knie! Sofort! Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Da sind sie! Da drüben Feuer! Atlas 1, wir haben die Flüchtlinge in der Altstadt eingekesselt. In Deckung! Scheiße. Los, los, los! Da drüben!
Ja, die spawnen einfach hinter einem. Oder er ist hier hochgekommen einfach. Fast tot, Digga. Da sind sie! Vorwärts, die Vorwärts! Docks wartet ein Boot. Achtung! Oh mein Gott. Das Boot ist beim zweiten Tab vor euch! Mitchell, steig in das Boot! Los weg hier! Wir nehmen schwere Verluste! Bereite den Kletterhaken vor! Den wirst du noch brauchen! Feinde nähern sich aus dem Osten! Den Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums! Wir werden von Drohnen verfolgt! Tauch unter diesen Booten durch! Fahr schneller! Nimm die Rampe! Los, los! Raketenerfassung! Tauchen! Raketenerfassung! Tauchen! Angriff! Tauchen! Mehr Raketen! Oh shit! Aufpassen! Angriff! Tauchen! Angriff! Tauchen! Wir sind gleich da! Wo sind wir gleich? Was seht ihr dort? Digga, what the fuck? Bildschirm ist ein bisschen rot, Alter, schon tot. Wir sind gleich da! Wo sind wir gleich? Was seht ihr dort? Natürlich! Raketenerfassung! Tauchen! Mitchell, Ilona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter! Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setzt den Haken ein. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Herrlich. Weiter nach oben! Was eine geile Scheiße!
Feindkontakt! In Deckung! Feinde hinter den Paletten! Fast geschafft! Kletter mit dem Haken den Turm rauf! Weiter nach oben! Mit dem Haken auf den Vorsprung! Wir brauchen den Magnetgriff! Los, rauf auf die Hochbrücke! Fallen lassen und über die Hochbrücke! Über die Hochbrücke! Ich hab ihn im Visier! Zu dem Kran und an ihn rüber! Vorsichtig! Los, los! Weiter! Spring, Mitchell! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Warbird! Wie geht's weiter, Bird? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei, kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung! Rein da! Jetzt! Oh, das war wild. Naja, das war auf jeden Fall eine weitere Folge Call of Duty Advanced Warfare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.